So, ich sehe schon wieder ein paar Fragen. Das mache ich jetzt gleich, Leute. Ich fahre jetzt nur schnell zur Werkstatt. Das soll eine Werkstatt sein? Ah, doch, ist tatsächlich eine Werkstatt, okay. Bisschen schief, aber egal. So, gucken wir mal. Wartung. Was? 871 Euro? Was kostet das schon wieder? Fahrwerk ist beschädigt, Getriebe, Motor, Fahrerhaus, Räder. Ja, vielen Dank. Schön. Dass so ein Truck so günstig ist. Okay. Lukas, bei der PS4-Community, da kannst du zum einen natürlich die anderen Leute fragen, die in Community sind. Es gibt eine Pinnwand, da kannst du immer posten, wenn du Mitglied bist. Und das Coole ist, es gibt, du kannst nachgucken, welche Mitglieder gerade was spielen in der Party oder eine Party machen. Und da kannst du dann mit einsteigen, was natürlich praktisch ist. Und weil du weißt, woher du die Leute kennst, eben weil sie in der Community eben sind. Samino, Far Cry Primal, fragst du? Ich glaube, das wird recht gut. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Das ist auch eigentlich mal eine neue Richtung für Far Cry. Das ist auch dringend nötig eigentlich. Ich muss ja bloß ganz kurz noch meine Mails checken. Vor allen Dingen meine YouTube-Mails. Okay, alles klar. Nicht, dass da irgendwas falsch läuft. Lukas, der Social Club von GTA sollte eigentlich funktionieren. Wenn er ausfällt, dann ist es nur aktuell, also nur temporär. Also das sollte eigentlich vielleicht morgen wieder gehen. Sollte denn eigentlich kein Problem sein. So. Sollen wir noch ein bisschen den Truck noch ein bisschen aufrüsten? Sollen wir das noch machen? Vielleicht auch nicht. Weil er ist eigentlich schon ziemlich gut ausgestattet. Können uns höchstens noch irgendein extra zulegen. Ha, Moment mal, man kann ein Fahrerschild hinbauen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ha, fantastisch. Da mache ich gleich mal Pixel rein. Ja, super geil. Jetzt mal ernsthaft, das ist doch neu, oder? Also gut, ich habe den Euro Truck Simulator schon länger nicht mehr gespielt. Das geht sogar auf beiden Seiten. Nee, Moment, da mache ich das auf der Beifahrerseite. Nee, hier kommt es weg. Weil ich will das irgendwie nicht. Geht das nicht? Doch. Ich will das irgendwie nicht in meinem Sichtfeld haben, dieses Schild, aber ich möchte es an dem Truck dran haben. Okay, dummerweise sieht es durchgestrichen aus. Aber ist egal. So. Das haben wir noch. Das ist auch alles Standard. Das habe ich auch schon. Ah, Moment mal, was ich gehört habe, ist, dass man diese Chromsachen lieber lässt, weil die Performance ein bisschen drücken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das meinte der gute Squirrel erstmal in seinem Stream und dem glaube ich alles. Na gut, in dem Fall sieht man es sowieso nicht. So, die Felgen, die finde ich sowieso gut. Das passt auch. Nee, ich lasse das jetzt. Den Rest gibt es nur dieses extra Schild. Das ist okay. Ansonsten gefällt mir der Truck nämlich gut, wie er ist. Wobei, Moment. Vielleicht doch noch vorne noch ein Stoßfänger rein. Mal gucken.
Der ist Lukas, der Social Club ist kostenlos, ja. Das ist nur, dass du praktisch, ja, dass es dort eine eigene Community gibt für GTA. Abisan, du sagst, ich sollte irgendwas streamen, was es noch nicht gibt, wo es noch kein Gameplay gibt. Da hast du eigentlich recht, ja, das stimmt schon. Damit die Leute auch was anderes sehen, eigentlich, ja. So ein Stoßfänger gefällt mir gar nicht. Komischerweise. Also vor allen Dingen nicht der. Der sieht da unfassbar hässlich aus. Aber vielleicht nehme ich doch so einen dezenten, so einen. Damit lassen sich auch besser auch die blöden Computerautos schön wegschieben. Außerdem kann man dort auch noch ein paar Lampen hinbauen. Wobei, die sind ja schief. Aber runde Lichter sind ja auch doof. Nee, das sieht ja schon bescheuert aus, oder? Irgendwie gefällt mir das nicht so wirklich. Scrafter, ja, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Was? Ersin? Ach so, nächste Woche in Far Cry. Ja. Ja, ganz großes vielleicht. Oder Dirt Rally, das stimmt, Mr. B. Aber ist dann bei, was willst du Call of Duty Advanced Warfare lokal online spielen? Wie meinst du das? Entweder spielst du lokal oder online. Aber vielleicht meinst du mit, es können zwei Spieler gleichzeitig an einer PS4 online gehen. Das geht aber im neuen auch. Mist, halt, das wollte ich jetzt gar nicht. Wobei das vielleicht doch besser ist. Zumindest sieht das besser aus. Nee, das ist doof, das ist doof. Irgendwie gefällt mir jetzt das besser. Ich baue das. Ach, ich baue mir das rein. Das kostet nur 5000 Euro. Und ich hab's ja, ich habe ja nicht 1,5 Millionen auf dem Konto. Das hätte ich auch mal gerne. Dann könnte ich mir so auch so einen Schwachsinn kaufen wie solche Stoßfänger. So, jetzt geht's zum nächsten Auftrag. Oder, nee, wir machen nicht den nächsten Auftrag. Wir machen was anderes. Ich gehe jetzt erstmal. Stimmt, Lampen am Stoßfänger, Samino, du hast recht. Gab's da Lampen? Kann ich da Lampen an den Stoßfänger hinbauen? Wäre komisch, wenn nicht, oder? Nee, man kann keine Lampen an den dran bauen. Es gibt keine Punkte, an denen man das dran bauen kann. Egal, macht nichts, weil ich habe hier oben hier eine ganze Reihe an Lampen. Und das sieht ja auch cool aus. Ja, ist schon okay. Ach so, Abison, du fragst dich, ob man für ein lokales Spiel kein PS Plus braucht. Nee, PS Plus ist ausschließlich dafür da, wenn du online spielen willst. Oh, mein Motor ist ja aus. Wenn du lokal spielst, das ist es egal, weil das ist ja offline. Das stört da niemanden quasi. So, ich parke jetzt hier. Und ich werde kurz eine Pause, also hier einlegen, also eine virtuelle Pause. Einfach deswegen, weil es jetzt abends ist und wenn ich jetzt einen Auftrag annehme, muss ich in die Nacht reinfahren und da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb gehe ich jetzt, mache ich hier eine Ruhepause und dann ist es schon 3 Uhr, ja, kurz vor 4 in der Nacht und das ist, weil wir so weit im Norden sind, ist es hier scheinbar schon ein bisschen hell. Und jetzt gibt es hoffentlich einen gescheiten Auftrag, der uns nach Stockholm hochbringt. Oh je, hier gibt es ja fast keine Aufträge.
Erfurt, nee, das ist im Süden. Gdansk, was in Polen, nee. Cardiff, nee. Ah, okay. 9 Tonnen Erbsen nach Kalmar. Ist zwar schlecht bezahlt, aber da kommt man gleich rüber und vielleicht geht's von da aus weiter. Das machen wir. Major League, ja, bis dann, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, ist auch nichts los auf den Straßen. Sehen. Nee, es gehen nicht alle weg. Aber ne, ist auch schon spät. Wobei, eigentlich ist doch eher Urlaubs- und Ferienzeit aktuell. Also eigentlich sollten ja die Leute dranbleiben. Aber ist egal. Das ist schon in Ordnung. So. Hier wartet schon unser Anhänger. Hä? Wo auch immer. Ich sehe nämlich hier gar keinen. Moment mal, was war das gerade? Da läuft ein Typ rum. Was tut der da? Der begrapscht das Fenster. Hä? Spinn ich? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was tut der da? Der befummelt das Fenster. Das ist irgendwie scary. Okay. Na gut, wir nehmen trotzdem den Auftrag hier an. Von diesem komischen Laden hier. Also los. So. Jetzt würde ich nur gerne wissen, der Auflieger, wo ist der im Verladebereich? Ist das hinterm Haus? Das ist scheinbar echt hinterm Haus. Das ist ja eigenartig. Was ist denn das für ein Verladebereich, der auf der Rückseite ist? Echt. Ah, hier ist er. Okay, hier ist er tatsächlich. Das ist ja total beknackt, hier rauszufahren wieder. Okay. Ja, wie rum ist denn das hier besser rauszukommen mit dem Anhänger? Das ist beides total scheiße. Nee, so rum ist besser. So rum ist es besser. Müsste zumindest. Schauen wir mal. Das ist hier scheiße eng. Wobei gut, es ist ein kurzer Anhänger zumindest. Obwohl, ne, hier geht's schon. Das ist ja easy. Okay, doch kein Ding. Ich dachte, das ist viel enger. Es gibt nämlich ein paar hinterhältige Verladehöfe im Spiel. Samino, ach, zu spät, das habe ich zu spät gesehen. Zwei Fensterschilder, nein. Ach so, einmal Pixel, einmal Connect. Mensch, das ist eine verdammt gute Idee, Samino. Wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin, mache ich das. Das ist echt geil. Das ist eine gute Idee.
Bastet TV, ja, ich spiele ETS 2, korrekt. Ja, das sehen, ich weiß schon. Schüler, die mal Ferien haben, die irgendwie kennen irgendwie keine Uhrzeiten mehr, glaube ich. Das ist quasi, also ich glaube, Schüler in den Ferien werden quasi zu Studenten, weil Studenten kennen ja auch keine Uhrzeiten und oder Jahreszeiten oder irgendwas. Bastet, seit wann ich das spiele? Also der Stream ist zum ersten Mal Euro Truck Simulator, aber ich spiele den schon seit vielleicht ein Jahr lang. Oh, das ist ja schon grün. So, in 4 Stunden können wir das Ding liefern, das ist schön. Avisa, nein, ich bin kein Italiener. Wie kommst du denn da drauf? Nee, ich muss hier geradeaus weiter. Mein Navi hat ein bisschen hier mich ein bisschen irre geführt. Kling ich irgendwie italienisch? Das Schöne ist beim Euro Truck Simulator, man kann nebenbei einfach irgendwas anderes machen. Man kann hier nebenbei essen, was trinken. Man könnte nebenbei hier den Stream angucken. Also würde ich jetzt nicht selber streamen, würde ich tatsächlich einen anderen Stream hier angucken. Kein Witz. Oder man kann auch Fernsehen nebenbei oder keine Ahnung, einen Pullover stricken. Das ist einfach so schön entspannend einfach zu spielen. Also man kann irgendwie alles machen, wofür man eigentlich nur eine Hand braucht. Okay, das war jetzt missverständlich. Naja. Gut. Ja, Ersin, ich weiß schon. Ja. 15:30 Uhr. Schon klar. Uah. Oder wie war das von wann man aufsteht? Ich weiß gar nicht. Oh geil, wie geil. Die Sonne geht gerade hier auf. Was? Das Wort 2015 ist trinken. Ja, irgendwie schon, glaube ich. Komisch, dass sich das so eingebürgert hat. Was sich auch eingebürgert hat, das ist eigentlich fast ein kleines Geheimnis, das ich euch jetzt verrate, aber der Name Pixel, der kam eigentlich aus der Community. Weil eigentlich, ich bin ja immer nur als Pixel Connect aufgetreten und habe mich auch immer so genannt. Lustigerweise aber ist es so, kürzen die Leute gerne Namen ab und eigentlich macht es dann auch Sinn, dass es Pixel daraus wird. Aber es kam eigentlich gar nicht von mir, es kam einfach so von den Leuten. Aber ich finde das irgendwie geil. Boah, das ist echt schön. Also du findest Call of Duty entspannend, naja. Also ich würde sagen, Call of Duty ist tatsächlich entspannend nach einer Runde FIFA. Weil nach einer Runde FIFA, da brauchst du echt nichts mehr. Normalerweise. Das Thema hatten wir heute schon.
Also ich klinge pixelisch, echt. So, muss ich jetzt... Ja, ich muss hier schon raus. Okay. Oh, das sieht mal nach einer engen Ausfahrt aus. Oje, oje. In dem Truck sind die ganzen Autobahn-Ein- und Ausfahrten immer ein Stück enger, als es man es gewohnt ist. Ui. So, ein schönes Wissen, eh gleich da, glaube ich. Okay, was ich machen kann, Leute, genau, Moment mal. Damit ich euren Chat schneller sehe, könnte ich eigentlich hier ein bisschen was. Moment, würde ich das hier mal ganz kurz umbauen. Wobei, nee, das geht gar nicht. Haha. Moment, das probiere ich aber trotzdem. Ich werde jetzt hier versuchen, das ein bisschen hier näher ranzubringen, damit ich das besser sehe. Ohne dass man jetzt irgendwie. Ich klinge pixelisch. Ah ja, okay. David Place, ja, man sollte sich an die Verkehrsregeln halten. Es ist auf gar keinen Fall wie Need for Speed. Du kannst ein bisschen bescheißen, so gesehen, aber du kriegst sofort eine Geldstrafe bei einer roten Ampel, eine Geldstrafe bei Geschwindigkeitsübertretung, also wenn es eine Radarkontrolle gibt, und du kriegst Strafen, wenn du einen Unfall verursachst, und das kann ganz schnell passieren. Und deswegen ist es besser, eigentlich immer an die Verkehrsregeln zu halten. Es ist auch realistisch irgendwo. Und Kinga Yubo, nein, der Stream läuft nicht über Shared-Taste, weil das ist PC und nicht PS4. Deshalb geht es auch gar nicht über Shared-Taste. Mr. P, der Stream ist pixeltastisch. Ach, das ist echt köstlich. wo geht's überhaupt lang? Hier geradeaus. Okay, ich sehe gar nichts, weil mich die Sonne blendet. Aber das bedeutet, wir fahren in die richtige Richtung, nämlich nach Osten. Mit bisschen zu überhöhter Geschwindigkeit, aber das Risiko nehme ich jetzt mal auf mich. Das Fiese ist ja, es ist völlig egal, wie viel man schneller ist. Sobald man nur 1 km/h über der Geschwindigkeit ist, kriegt man sofort einen Strafzettel über, ich glaube, 550 Euro oder so, glaube ich. Wobei, ich glaube, das wechselt je nach Land, in dem man sich gerade befindet. Aber es ist egal, da kann man auch mit 150 fahren, was natürlich ein Truck eigentlich nicht macht, aber naja. Man kann ja den Begrenzer ausschalten und dann ein bisschen schneller fahren. Wo wir gerade beim Thema sind, Geschwindigkeitsübertretung. Ich bin genau recht gerade jetzt eben genau durch eine Radarfalle getappt. Ja, 550 Euro gleich mal weg. Super toll. Ich glaube, ich fahre jetzt doch lieber mal auf nach Vorschrift. Ja, wobei ausgerechnet jetzt kann ich wieder 80 fahren. Gerade eben war das Limit noch auf 70. Oh, Ersin, du hast jetzt nicht diesen Gag gebracht mit Verkehrsregeln. Nein, oder? Ernsthaft. It's Flu. Ja, ich habe The Crew, auch mit Erweiterung. Und ich hatte das schon bestimmt 2-3 Mal gestreamt, glaube ich. Und da waren auch eher zufällig Abonnenten dabei. Zumindest einer war immer ganz fleißig dabei, nämlich der Otaku. Der hat sich jetzt aber schon länger nicht mehr blicken lassen. Das war ja Zufall, dass der auch dabei war, aber The Crew kommt vielleicht mal irgendwann in Zukunft mal wieder. Mal gucken. Samino, 60 km/h sagst du, es kommt auf das Land an und es kommt auf die Straße an, also ob das eine Autobahn ist oder Landstraße. Hier zum Beispiel sagt mir der Simulator, dass ich hier 80 fahren darf tatsächlich. Also sprich, weil das wohl auch als Autobahn hier zählt, deswegen ist es hier 80. Ich weiß schon, ansonsten ist es 60 auf deutschen Landstraßen, oder? Ich glaube schon. Oder ist es dann auch 60er?
Aber ich sag, ob das Spiel ab 18 ist, weil es zu realistisch ist. Eigentlich müsste es ab 18 sein, aber. Nee, es macht ja keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich ab 0. Außerdem ist es ziemlich cool, muss ich sagen, ganz ehrlich. Weil man eigentlich in dem Spiel tatsächlich so ein bisschen lernt, nach Verkehrsregeln zu fahren. Es ist fast für den Fahrschüler ist es fast schon wieder cool zu fahren mit dem Teil. Da kriegt man so ein bisschen den Eindruck zumindest. Oh, hier ist es 70. Oh, ich bin fast an dem Schild reingerast. Ah, sag mir nur. Autobahn 80, Landstraße 60. Ah, okay, alles klar, ja. Es ist aber so, dass zum Beispiel bei, ich weiß nicht welchem Land, zumindest hier im Spiel ist es so, bei irgendeinem, ich weiß nicht, ist es Tschechien zum Beispiel, da kann man tatsächlich mit dem Truck 110 fahren auf der Autobahn oder so. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Es ist auf jeden Fall im Spiel so drin, dass das Limit erst dann ist. Und das ist ja irgendwie völliger Wahnsinn. Ich muss mal ganz kurz die Musik ein bisschen lauter stellen, weil das ist ein ziemlich cooles Lied. Oh, whoops. Und schon habe ich einen Gasfuß, ich meine Bleifuß. Die Mutter eines Kumpels findet Destiny zu realistisch. Oh, und ich fahre deswegen gleich in den Straßengraben. Okay, naja. Dann sollte die Mutter des Kumpels besser nicht Call of Duty mal sehen. Meine neue Intro-Musik, ja, das wäre schön. Allerdings, oh, ich glaube, ich habe gerade einen Poller am Straßenrand mitgenommen. Ups. Ja, wäre schön, aber die Musik, aber die kann ich nicht einfach so nehmen. Wobei, ich könnte mal nachfragen, den Urheber mal rausfinden. So, dann können wir das Licht ausmachen. Das ist hier echt nervig. Hier ist es ständig mal 70 und mal 80 Geschwindigkeitsbegrenzung. Also irgendwie wechselt das ständig hin und her. Und dazwischen sind wahrscheinlich auch Blitzer. Oh, was ist denn das für ein nettes Bug, oder was ist denn das? Das ist ja geil. Uah. Uah. Mr. B, ich weiß nicht, was du meinst. Wechsel das Magazin, was? Samino, was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Sehr gut. Kalmar. Ach, wir fahren jetzt nach Kalmar. Da kommen die Kalimari her. Moment mal. Kalmar. Jetzt mal ernsthaft. In Star Wars gibt es doch einen Planeten, der heißt Kalmar. Da kommt Admiral Akbar doch her, oder? Oder täusche ich mich? In dem Fall würde ich sagen, lieber nicht hinfahren, denn es ist eine Falle!
Elsin, wechsel das Magazin. Ich verstehe es immer noch nicht, was ihr meint. Ich komme nicht drauf. Habe ich das in einem Video gesagt oder was ist oder was meint ihr? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ah, Mist, stehen geblieben. Mann, mit diesen fetten Spiegeln sehe ich halt gar nichts. Na, zumindest ist hier wenig Verkehr. So. Das... hier. Hä? Hier? Doch, es muss hier sein, hä? Das sieht so komisch aus. Das ist ein Supermarkt. Ah, ja gut, ist auch logisch. Es sind ja auch... Was habe ich transportiert? Erbsen. Kriegt der Supermarkt die schönen Erbsen. Ja, stimmt, hier hinten ist die Verladefläche. Ich meine, die... oh je, das ist schon wieder so unglaublich doof. Gut. Mist, ich bin nicht drin. Ah doch, ich kann noch ein Stück. Ich steh nur doof. Ah, ganz kurzes Stück wäre es nur gewesen, okay. Okay, das war's. Ach, von Haptic Rush? Hä? Okay. Also irgendwie, ihr verwirrt mich. Ihr redet von Haptic Rush, von Alligator und von Wechselt das Magazin. Ihr seid jetzt alle komplett verrückt geworden, oder? Nur so, das ist nur so eine kleine Vermutung von mir. Aber okay. M-Gamer, du kannst mit 12 Mbit ganz gut spielen. Ja, das geht. Doch, doch. Das ist okay. Araflo, hi! Du hast einen neuen Account, okay. So, es gibt schon wieder Mails. Ach du Schreck, wie viele Mails gibt es denn hier? Oh, es gibt neue Follower. Wow, Leute, es gibt neue Follower, die muss ich jetzt einfach alle gleich mal durchgeben. David Plays Z. Vielen Dank für den Follow. Der FLX99, danke für den Follow. Dr. Jan, auch vielen Dank für den Follow. Reiner Zufall 1234, das ist ein guter Name. Danke für den Follow. Und Araflo 1234. Das ist ja lustig. Wir haben einen Reiner Zufall 1234 und den Araflo 1234. Hoffentlich seid ihr nicht miteinander verwandt. So, okay. Gut, alles klar.
So, jetzt gucken wir erstmal. Ich muss auf jeden Fall hier zu diesem Fragezeichen noch hin. Nee, aber das mache ich hier hinten rum. Hier hinten ist noch ein Hotel. Oder ansonsten gibt es hier nichts mehr. Hier gibt es noch einen Laden, der heißt IKA, der zufällig aussieht wie das IKEA-Logo. Okay. So. Und ach super, das ist noch eine Werkstatt. Das heißt, da kann man auf jeden Fall. Ja, da fahre ich auf jeden Fall hinten rum über das. Zu diesem Gebiet. Und da kann man mal ganz kurz einfach gucken, was dort Sache ist. Ein billiger Alligator heißt Aldigator. Das ist ja ganz furchtbar. Araflo, nein, Minecraft zocke ich nicht. Auch nicht den Story Mode. Okay, also ich fahre jetzt erstmal kurz eine Runde hier in diesem lustigen, wie heißt's, Kalmar. So. Erstmal wieder hier raus manövrieren. Moment mal, geht's überhaupt hier lang? Ja, doch, ich glaube schon, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich reingefahren bin. Hey, Moment mal. Da steht ein Typ an der Schranke. Das ist wohl eine Wache. Oh, da gibt es einen Sale mit 70%. Ja, da würde ich ja gleich mal shoppen gehen. Allerdings ist da eine Wache davor. Ja. Okay. Ups, bisschen zu weit ausgeholt. Ach, Mr. B, ja, ich wollte noch ein Video zu FIFA 14, 16 machen, nicht 14. Ja, ich weiß, ich hab aber FIFA 16, ganz ehrlich, so wenig gezockt. Ich hatte irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß auch, und es war auch so, dass ich hatte ja noch von. Wow. Ich fahr ja völlig bescheuert. Ich hatte auch noch ein Angebot von dem FIFA-Profi wegen, mit dem man noch ein Video machen könnte und so, aber das ist so alles. Ich komme einfach nicht dazu. Hey. Das tut mir echt immer leid, aber irgendwie funktioniert es nicht immer. So, wir müssen jetzt hier kurz wenden in den Kreisverkehr, weil ich konnte hier nicht nach links abbiegen. Und ich bin totalen Scheiß jetzt gefahren, weil das macht gar keinen Sinn. Ich komme hier gar nicht rein. Also ich muss doch hinten rum hier fahren. Ach. Ja, Aldigator, ich habe schon verstanden, ja. Araflo, du hast eine Drohne bekommen zu Weihnachten. Okay, krass. Mit Kamera, oder? Sag mal, ich glaube, ich spinne. Der Typ habe ich gerade geschnitten. Das gibt's nicht. Ich biege hier rechts ab, der Typ biegt links ab und schneidet mir die Vorfahrt. Ja, hallo. Wie fahren die denn hier? Die haben ja wohl den Megaschaden. Hier sind wir richtig. Links ist das Hotel. Wir fahren aber jetzt hier. Ah, Mercedes-Händler. Ja, wie passend. Wo ist die Werkstatt?
Die ist hier gar nicht. Die ist nebenan. Tatsächlich, das ist ein Gelände nebendran. Oh Mann. Ich brauche keinen Mercedes-Händler, ich habe ja schon Mercedes. Das ist die Werkstatt, oder? Ja, das ist die Werkstatt. Wartung, 81 Euro, na, das ist zumindest nichts. Ah, das ist vor allen Dingen Räder, weil die verschleißen ja inzwischen. Samino, wenn ich an den Hirschfänger noch eine Unterstange ranbaue, kann ich nur Lampen anbringen. Moment mal, ich habe doch schon eine Unterstange angebaut. Nee. Nee, kann ich nicht. Ich habe hier eine Unterstange, also das Teil hier unten. Diese Querlippe, aber die kann... Ach, da müsste ich so eine hinbauen. Da kann ich was dran bauen. Aber die finde ich nicht so hübsch. Ups. Okay. Das beißt sich. Gut, aber ich könnte ein paar kleine Lämpchen dran anbringen. Ja, okay, das mache ich. Das Lustige ist, ich kann auch hier in der Mitte Lämpchen anbringen, die sind dann hinter diesem Stoßfänger und bringen eigentlich gar nichts. Ja, okay, das will ich aber haben. Okay, das ist ein bisschen kitschig, ganz, zumindest ganz leicht kitschig, aber das will ich trotzdem haben. So. Seitlich möchte ich noch so gelbe Lämpchen dran haben. Hier auch. Okay. Ja, wobei, ach so, Moment mal, hier habe ich jetzt noch ein unsichtbares Lämpchen, das kann weg. So. Okay, ja, das ist okay, das kann man, das ist dezent, das kann man so machen, ja. Ersin, ich weiß nicht, welche Idee du meinst, du hast immer so viele Ideen, keine Ahnung. Was man sieht um meine Nase. Ja, das ist, wenn ich so weit vor mich so weit vorbeuge, um euren Chat zu lesen. Ja, muss ich mir abgewöhnen, ganz ehrlich. Araflow, Just Cause. Ja, das hatten wir beim letzten zwei Male schon. Wir machen das heute nicht, aber wir machen das irgendwann in Zukunft auf jeden Fall nochmal. Weil das war schon cool. Also Just Cause ist schon geil, aber heute mal nicht zur Abwechslung. Wir hatten heute Fallout. Und boah. So. Wir machen jetzt noch was. Oh. Ups, ich hab die Tastaturen verwechselt. Ach, die Idee mit den Kommentaren. Ja, ganz ehrlich, ich werde mir das erstmal angucken. Die Idee, ich habe es nur kurz überflogen, weil ich jetzt noch nicht ganz so sicher bin, ob das was ist oder nicht. Ha, das geht tatsächlich. Das ist ja zu geil. Ich weiß nicht, von wem kam der Vorschlag? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Kennzeichen: Pixel und Connect. Fantastisch.
So muss es sein. Abisan, die Idee war von dir. Okay, sorry, ich weiß es echt nicht mehr. Aber vielen Dank, das war eine super Idee grundsätzlich. Gefällt mir gut. Das ist echt schön. So, Moment mal, ich darf mich nicht so weit vorbeugen, sonst seht ihr wieder bloß meine Nase. Und die ist ja nicht besonders schön. Die ist zwar schön gerade, aber mehr auch nicht. So, okay. Ich weiß nicht, ob mir dieser Stoßfänger hier gefällt. Also ich meine, dieser, wie heißt das, Hirschfang? Vielleicht baue ich den doch wieder weg. Der passt nämlich, also es passt an diesen Truck passt sowas fast nicht drin. Ich mache den wieder weg. Ich mache dafür hier unten zum Ausgleich einfach noch die Lämpchen hin. Und zwar an jeder Stelle. Ja, dann sieht das ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum und dann passt das. Alles klar. Kingaibo, nein, das ist nicht mit Shared Taste, weil das ein PC, nicht PS4. Mr. B, ein Gameplay von Dirt Rally wäre. Das wäre eine gute Idee, gell? Wäre eine gute Idee. Ich habe bisher fast kein Gameplay auf dem PC gemacht, auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber ich hatte damals GTA 5 auf dem PC auch noch als Gameplay. Und das kam nicht so gut an oder nicht so, war nicht so riesig erfolgreich. Und deswegen hatte ich es dann wieder gelassen. Und deswegen hatte ich in der Zwischenzeit auch kein PC-Gameplay mehr gemacht. Aber ich könnte mal wieder wirklich ein PC-Gameplay machen. Also Dirt Rally ist auch noch halbwegs aktuell. Ja, wäre schon eine Idee. Ich glaube, das interessiert auch ein paar Leute. Es gibt auch relativ wenig Streams mit Dirt Rally. Titanfall, Mensch. Araflo, das ist ja mal ein Vorschlag, das habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehört. Titanfall habe ich sehr, sehr gerne gespielt auf der Xbox One. Weil das war richtig, richtig gut eigentlich. Und ich habe es schon seit ewigen Zeiten nicht mehr eingelegt. Mannheim. Upsala. Ha, da haben wir es. Genau das wollte ich. Ich wollte hoch nach Upsala. Und jetzt gibt es endlich genau den Auftrag. Der ist zwar nicht so geil bezahlt, aber wir können Gleisketten dahin fahren. Ja, fantastisch. Gleich mal als Navi-Ziel einstellen. Jetzt muss ich nur bloß blöd gucken. Benzin ist kein Problem. Tageszeit ist auch gut. Hä? Oh, whoops. Da muss ich erstmal zu diesem Steinbruch fahren. Ich habe bloß ein Problem. Ich muss noch eine Pause machen. Nächste Pause, was? In 6 Stunden 41. Okay, gut, wenn ich mich beeile, geht das vielleicht ohne Pause. Sebo, ja. Genau, jetzt den Auspuff. Nee, ich kann leider keinen neuen Auspuff ranbauen. Ich kann nur den Motor wechseln und ich habe eh schon den dicksten Motor drin. Ich drücke immer die falsche Taste. Oh. Was ist das jetzt hier, ein Stau oder was? Ja Leute, das kann ich hier nicht brauchen. Oh Mann. Die Computerfahrer sind so bescheuert manchmal. Fahre ich einfach um dich rum.
Und hier hinten staut sich das Ganze. Oh Mann, das ist echt beknackt. Ja, dann macht's mal gut, Jungs. Ihr steht da wahrscheinlich noch länger. Also ihr müsst übrigens aufpassen, ihr dürft nicht zu oft Nachrichten schreiben hintereinander, zu schnell, sonst wird das gesperrt. Das ist einfach, dass hier kein Spam reinkommt in den Chat. Elsin, ich habe noch nichts entschieden mit deiner Idee, aber ich werde mir das zum einen mal nochmal genauer angucken, was du vorgeschlagen hast, und ich werde mir das, fast über die Ampel, rote Ampel gefahren, und ich werde mir das... Ich sehe die Ampel gar nicht. Ah, sie ist noch rot. Aber ich werde mir das überlegen und wir unterhalten uns auf jeden Fall noch. Zocker 2002, ich kann keine externen Aufträge annehmen. Ich nehme an, du meinst die Aufträge, die Online-Aufträge. Die kann ich nicht annehmen. Ich habe nämlich, bin noch nicht bei World of Trucks angemeldet. Peinlicherweise. Was ich jetzt unbedingt mal nachholen sollte. Weil nur damit, mit so einem Online-Konto, kannst du auch Online-Aufträge annehmen. Das sollte ich aber fürs nächste Mal auf jeden Fall machen. Ich muss fürs nächste Mal ein bisschen mehr vorbereiten. Oh, schon wieder rot. Vielen ist Dirt Rally zu schwer, Mr. B. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja, Dirt Rally ist auch bockschwer. Und jedes Mal, und zwischendurch denke ich mir auch, was mache ich denn hier? Ich stelle mich an wie ein Depp. Weil es ist echt gnadenlos einfach. Das ist eine gute Idee mit den Farben, Araflo. Das könnte ich in der nächsten Werkstatt mal machen, die Farben ändern. Weil aktuell habe ich ja so ein Grau... Metallic Grau mit Weinrot, und ich könnte eigentlich mal die Pixel Connect Farben machen. Das wäre eigentlich eine super Idee. Das wäre eine Idee. Stimmt. Abisan, mit dir war ich mal in einer Party. Das kann sein, ein Party-Chat. Ja, das ist schon gut möglich. Ich habe manchmal immer Probleme, natürlich die Leute auseinanderzuhalten, weil teilweise habt ihr hier auf Twitch einen anderen Namen als im PSN-Netzwerk, und euer echter Name ist natürlich auch wieder anders, und das ist manchmal immer schwierig auseinanderzuhalten, beziehungsweise schwierig zu verbinden miteinander. Sebo, ja, mit einem Auspuff-Tuning hätte den besseren Sound. Das Problem ist grundsätzlich, aber das ist wohl realistisch, wenn du im Cockpit fährst, was normal ist beim Eurotruck, hörst du den Motor fast nicht. Das ist, es ist so krass gedämpft, du hörst ihn eben nur von außen, und er klingt halt, naja, klingt das so ein bisschen wie ein Rasenmäher. Okay, gut, klingt nicht wirklich wie ein Rasenmäher, aber es ist okay, der Sound. Wichtig ist eigentlich bei so einem Truck eher, dass er zum einen vernünftig viel PS hat, damit er, was ich auch bei einer Berganfahrt eine fette Ladung ziehen kann, und dass er einen großen Tank hat eigentlich, damit man möglichst lange fahren kann, ohne zu tanken. Ersin, mach das mal nicht 60 Sekunden, mach mal 20 Sekunden, ist okay. Sonst haben wir zu wenig, vielleicht zu wenig Chat. Oder mach 20 Sekunden. Oder mach 5. Nee, mach 15 Sekunden. Ersin, wenn es geht, bitte. Weil es geht eigentlich nur darum, dass nicht sofort irgendwie jemand 10 Nachrichten hintereinander schreibt im Sekundentakt. Nee, aber 60 ist zu lang. Ah, sehr gut, ich sehe es. Alles klar. Ach, du hast es auch vorhin eingestellt. Ach, deswegen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay.
Okay, ich dachte, das hatte ich irgendwo mal eingestellt, aber irgendwie konnte ich mich auch nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal gemacht hätte. Also, das wird hier ganz schön eine knappe Kiste, weil das Problem ist, der Auftrag, wo ich jetzt hinfahre, der läuft in einer halben Stunde ab und eine halbe Stunde Spielzeit und das geht schnell vorüber. Jetzt sind es schon nur noch 28 Minuten. Ich hoffe, ich schaffe das noch, weil sonst ist der Auftrag weg. Oh Mann, ey. Wie weit ist denn das noch? Okay, das ist noch das Stück hier vor und dann links abbiegen. Ja, wir haben es jetzt geklärt, das passt ja. Nee, Slow Mode ist schon gute Sache, ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, eben, dass irgendwelche Spam-Meldungen eben hier nicht reinkommen. So, ich muss ein bisschen Gas geben hier. Und deshalb fahre ich jetzt mal ein bisschen bescheuert. Don't try this at home. Aber sonst ist der Auftrag weg. Oh, das wird. Oh, noch 7 Minuten. Das wird echt eng. Noch 5 Minuten. Oh nee, das wird nichts mehr. Oh nee, oder? 4 Minuten. 3. Oh nee. 2. Nee, das wird nichts mehr. 1. Nee, Moment, das ist die Navigation. Ach, ich bin ja bescheuert. Ich bin so blöd. Ah, das ist die Zeit, bis ich dort ankomme, nicht wie bis wann der Auftrag weg ist. Moment, aber es ist trotzdem, muss ich trotzdem gucken. Oh Mann, ich bin so bescheuert. Eigentlich sollte ich es ja wissen, weil das ist eigentlich das Navi zeigt mir an die Restzeit, wo ich ankomme. Und ich dachte jetzt, ich war jetzt so fixiert darauf, diesen Auftrag möglichst schnell zu nehmen, bevor er weg ist. Ui. Aber er müsste schon noch da sein. Upsala, ist noch da. Ach nee. Läuft ab in 3 Stunden. Ach, und ich hab das gerade verwechselt alles. Ach, total beknackt. So. Mr. B, trinken, du hast recht. Abisan, du kannst gerne Fragen beantworten in den Videos, auch in der Pixel-Show. Nötigenfalls lese ich das vielleicht auch in der Pixel-Show vor, aber nur bei manchen Antworten. Mal schauen. So, achso, ich sollte den anderen Auftrag vielleicht auch annehmen. So, und wo ist jetzt dieses Teil? Jetzt muss ich erst natürlich erstmal den Anhänger finden. Und auf einem Steinbruch, so wie wir jetzt hier sind, ist das immer ein bisschen tricky oft, wo sich das Teil versteckt. Hier ist es. Hier ist es. Ah, das ist ja super eingeparkt hier. Jetzt muss ich mir aber das ganz kurz von außen anschauen. Hä? Ich dachte, ich muss Gleisketten transportieren. Jetzt transportiere ich hier einen Bagger. Und, nee, so einen Stampfer. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff heißt. Für dieses Teil, das diese Betonstangen in den Boden rammt. Wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. Und wie komme ich wie zur Hölle wieder hier raus? Ich hoffe, dass da vorne ist keine Sackgasse und ich kann hier rausfahren. Ja. Nein, das ist eine Sackgasse. Ich drehe durch. Das ist eine Sackgasse. Nein, jetzt darf ich hier rückwärts raus. Oh nein, ey. Rückwärts mit einem Anhänger. Das ist immer ein Riesenspaß.
So, hier geht's doch raus. Ja, hier geht's raus. So, ich muss bloß hinten rechts gucken, komme ich ums Eck. Ja, ganz locker, wunderbar. Wunderbar. Hier schneiden wir mal ein bisschen die Kurve, das ist nämlich okay. So, okay, gut, also wir haben hier, okay, also zwei Fragen und das machen wir dann fahren, gleich beantworten. Also, wie finde ich Star Wars, den neuen? Ich finde ihn sehr gut, aber nicht genial wie die alten Teile, aber nee, er macht seine Sache sehr, sehr gut. Er hat auch keine nervigen Stellen, er hat keine nervigen Charaktere und er lebt von den starken Charakteren. Die sind richtig gut. Die Story ist einfach, naja, ich habe gedacht, ich spoiler mal nichts. Nein. Starke Charaktere, Story, okay. Bitte keine Spoiler im Chat über Star Wars, bitte. Auf gar keinen Fall, ja. Sonst gibt's sofort eine Sperre, alles klar? Weil für die Leute, die es nicht sehen, ist es einfach nicht fair. Also, sonst macht das echt keinen Spaß. Und ich habe schon gelesen, es wurde schon mal jemand vor dem Kino verprügelt, weil er die Leute, die ins Kino gehen wollten, gespoilert hat. Tja. In welches Land will ich unbedingt mal reisen? Das ist schwierig, weil ich habe schon verdammt viele Länder bereist. Unter anderem auch schon die Schweiz, wie Abisan sagt. Deswegen, also es bleibt nicht mehr viel. Grundsätzlich würde ich sagen, Australien fehlt mir noch. Und Hawaii. Hawaii ist zwar kein Land, also gehört dazu USA, aber es ist so einfach so weit weg vom Festland, dass es fast wie ein eigenes Land ist eigentlich. Weil USA war ich schon ein paar Mal, aber genauso Japan und so weiter. Das ist auch richtig, richtig geil. Und ich kann euch echt nur empfehlen, möglichst viel zu reisen. Das ist echt schön, damit ihr was seht, damit ihr andere Eindrücke bekommt. Abisan, Spoiler bedeutet, dass man irgendwas verrät. Wenn du deinem Kumpel das Ende von irgendeinem Film oder von irgendeinem Spiel verrätst, ist das ein Spoiler. Und das ist normalerweise sehr, sehr unbeliebt, sowas. Sebo, meinst du wirklich, was ist das eine ernst gemeinte Frage? Wie viele Star Wars Filme es gibt? Uah. Der ist fast gegen einen anderen Truck gefahren. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob überhaupt das mit meiner Pause hinhaut. Also, ich fahre jetzt noch 4 Stunden und 40 Minuten. Und meine Pause ist in 4 Stunden 9 Minuten. Oh, das wird zu knapp mit meiner Pause. Das heißt, ich steige mal voll in die Eisen und übertrete mal jegliche Geschwindigkeitsbegrenzung. Einfach deswegen, weil ich jetzt keinen Bock habe, noch eine 8-Stunden-Pause einzulegen für diesen kurzen Auftrag. Da muss ich jetzt allerdings tierisch aufpassen, weil das ist alles Landstraße hier. Und spätestens, wenn ich jetzt auf Verkehr treffe, wird das echt üble Sache. Ja, überholen ist so eine Sache. Ach, egal. Okay, da vorne muss man eh links abbiegen. Dann bleibe ich gleich auf der linken Spur. Fahr nicht gegen die Fahrtrichtung. 100 Euro Strafe. Ja, das geht ja noch. Besser als Geschwindigkeitsübertretung. Das kostet nämlich 550 Euro. Völlig bizarr. Nur kurz schauen, ob da was kommt. Da kommt nichts. Ups. Gut, allerdings muss ich auch aufpassen, dass meine Ladung nicht kaputt geht, weil das wäre echt bitter. Ja, hört auf zu spoilern, Leute. Weil das gibt Ärger sonst.
Beziehungsweise ist das wird sonst gibt's nicht nur ein Timeout, vielleicht auch gleich einen Ban. Ganz ehrlich. Okay. Ihr könnt euch gerne ihr könnt euch schon gerne unterhalten über wer schon drin war im Film und wer noch nicht, aber nicht worum es geht. Das kann man noch nicht spoilern, das geht nicht. So, jetzt fahren wir hier mit 100, oh, mit 105 km/h durch eine 50er-Zone. Wie schön. Aber ich muss hier ein bisschen Zeit aufholen. Oh je, Kreisverkehr. Ah, jetzt muss ich auch diesen Typen vorlassen, oder? Nee, doch nicht. Ah, das ist ein Bohrer. Ich muss einen Bohrer transportieren. Okay. Okay, ich dachte, das ist ein Bagger, aber es ist ein Bohrer. Aber fängt beides mit B an. Ja, also, okay, Leute, ich würde sagen, das Einfachste ist, wir reden mal nicht mehr über Star Wars, sondern über was anderes. Zum Beispiel über das Spiel. Ha. Das wäre doch mal eine Idee. Mr. Beam. Ob ich das G29 realistischer finde als das T300? Nein. Jetzt nach längerem Fahren, auch nachdem ich erst diese mein Vergleichsvideo gemacht habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass eigentlich das T300 ein realistischeres Feedback hat, einfach weil wegen der Lagerung vom Lenkrad. Und es fährt einfach runder, sage ich mal. Also ja. Beim G29 merkst du genau die Zahnräder, die beim Force Feedback. Aber das G29 ist eigentlich besser ausgestattet. Also es hat, es ist wirklich zu billig. Es hat einen Lederüberzug, es hat eine bessere Tastenaufteilung eigentlich. Es ist kompakter, war ich überhaupt richtig, ja. Und vor allen Dingen die Pedale sind deutlich besser als die Standardpedale vom T300. Deshalb ist es so, mal so, mal so. Also die beide haben ihre Vor- und Nachteile, beide Lenkräder. Was ist hier ein Unfall? Da muss ich gleich mal mit Vollgas vorbeifrasen. So, jetzt noch 3 Stunden 20 und 3 Stunden 3 Minuten Pause. Oh je, es ist immer noch zu knapp. Ich muss echt noch mehr Gas geben. Genau, Leute, Themawechsel auf jeden Fall, ja. Und um das Ganze komplett abzuschließen, ja, ich habe ihn schon gesehen, habe ich ja gesagt. Wir müssen es abschließen, das Thema, das geht nicht. Nein. Also, Themawechsel. Viel eher würde mich jetzt interessieren, wie viel km/h dieser Truck schafft mit Ladung. Wir haben schon 130 km/h drauf. Mal schauen, wie schnell der noch geht. 137, 138. Komm schon, 140, 140. Ich will nur 140 km/h sehen. Was völlig absurd ist eigentlich. Oh, naja. Oh, das ist wieder so eine Schnecke auf der linken Spur. Da hilft nur eins. Ich fahre auf der Standspur weiter. Also für jeden, den es interessiert, den Eurotruck Simulator fährt man nicht so, wie ich jetzt gerade fahre. Nämlich mit 145 km/h, das macht man eigentlich nicht. Das ist völlig absurd, wenn man auf der Autobahn von einem Truck überholt wird, der 140 fährt. Aber ich mache das jetzt einfach nur, damit ich noch ganz schnell meinen Auftrag beenden kann. So, noch 2 Stunden 19. 2 Stunden 36 ist die Pause. Yeah, super. Okay, damit habe ich
bin ich unter der Zeit bis zur nächsten Zwangspause. Fantastisch. Und der Truck geht richtig gut ab. Das ist völlig bizarr. Wow, mit so einem Truck mit 140 auf der Standspur zu fahren. So, jetzt muss ich nur aufpassen, welche Spur. Ne, ich bleibe auf der Spur. Upsasa. Ja, jetzt irgendwie war es unvermeidlich, dass ich einen Unfall verursache. Das ist einfach zu. Ist einfach zu krass gewesen. Aber 0% Schaden, okay, das ist wichtig. Hauptsache die Ladung hat keinen Schaden. Ja, ich fahre total wie ein Irrer gerade, ich weiß. Pff. Stockholm, das schöne Stockholm, das würde ich mir auch mal gerne anschauen. Aber jetzt nicht, wir müssen nach Uppsala. Allerdings schaut es mit der Zeit sehr, sehr gut aus, das heißt, ich kann ein bisschen Gas wieder rausnehmen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, wo hier die richtige Autobahnausfahrt ist. Nämlich die hier. Okay. So, jetzt noch eine Stunde Spielzeit. Oh, das ist aber eine schöne Brücke hier. Das ist aber schön. Das ist echt schön gemacht hier. Wow, wow. Ich fahre ein bisschen besoffen. Okay. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich muss nur ganz schnell diese Fracht fertig machen. So, gleich da. Das Gähnen gerade, das kam nicht von mir, sondern das macht der Fahrer von selber. Das ist einfach nur als Hinweis, dass er jetzt wirklich müde wird. Ja. Und die nächste Pause in 1,5 Stunden ist. Aber das geht, weil es ist noch 23 Minuten Fahrzeit. Also geht's ganz locker. Auch wenn es jetzt einen Unfall gegeben hat, 400 Euro, fahren auf der falschen Spur, 100 Euro, das geht eigentlich, oder? Ansonsten, also 500 Euro Strafe quasi. Also dafür, dass ich wie ein mega Verrückter gefahren bin, ging's. So, das ist die Abzweigung nach Uppsala. So, geradeaus. So, ich fahre hier ein bisschen auf zwei Spuren, das ist nicht so gut.
So, der Kreisverkehr, dann die Abzweigung links raus. Okay, hier kommt auch keiner. Fantastisch. Uiuiui, vielleicht so ein bisschen mehr bremsen. Na komm. So. Ja, Genen ist ansteckend. Ich weiß. Tut mir leid, Leute. Das ist aber so drin im Spiel. Man kann es, glaube ich, abschalten. Aber irgendwie finde ich es lustig. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo man angegähnt wird. Irgendwo. Oh, ich fahre schon ein bisschen zu schnell hier. Ach komm schon, du dumme Ampel. Ja, diese blöden Ampeln kosten natürlich brutal viel Zeit. So, aber wir sind da. Wir sind... Moment, oder? Ja, hier müssen wir rein. Hier links, genau. Ne, Moment. Es ist das Gelände hier. Hier ist es, ja. Oh nein. Das ist dasselbe Aufbau wie da, wo wir das Teil abgeholt haben. Das heißt... Das ist total bescheuert einzuparken hier. Schauen wir mal. Oh, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Ah, hier am Ende. Nee, ich muss von der anderen Seite nochmal reinfahren. Das ist... Ich bin jetzt genau falsch rum um das Gebäude herumgefahren. Ich hätte links rumfahren müssen, nicht rechts rum, weil dann hätte ich, könnte ich relativ easy da rumkommen. So, jetzt muss ich noch überlegen, wie ich am besten schnell umdrehe. Oh, wow, wow, fuck. Ich bleib gerade mit meinem Anhänger hängen. Aber Moment, das ist ja eigentlich genau richtig. Nee, es geht auch falsch rum. Am liebsten würde ich hier wenden, aber das geht auch nicht. Okay, wir müssen hier irgendwie wenden. Das ist nämlich immer noch einfacher als... Als wenn wir das hinterm Gebäude machen. Na komm schon. Oh, ich krieg den Anhänger nicht rum, ich dreh durch. Okay. Nee, dann machen wir es anders. Dann machen wir es automatisch. Es ist so, man kann nämlich, man muss nicht unbedingt selber einparken, man kann auch automatisch sagen, einparken lassen. Aber ich hasse das, weil das ist so. Das ist so der zu leichte Modus. Hier kann ich jetzt mal sagen, automatisches Einparken. Dann kriege ich aber nicht beim Bonus. Aber ich mache es trotzdem, weil sonst pennt mir der Fahrer weg. Zufriedenstellend. Oh, Schäden. Oh nein. Oh, Schäden waren auch noch da. Oh, fuck. Okay. So, ihr chattet ja wie die Wilden. Moin, jetzt muss ich kurz mal gucken. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo, wo, ab wann haben wir das neue Thema? Ich kann auch hupen. Ja, das geht. Hupen hat er auch, aber ja. Ich will nur checken hier, dass hier auch alles passt. Mr. B, genau beim T300 kannst du das Rad tauschen. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Feature. Das kannst du hier beinehmen, beim G29 nicht. Du kannst da dann auch irgendwas, keine Ahnung, Formel 1 Rad oder irgendwas anderes hinbauen. Das ist natürlich cool.
Mr. B, der Truck kann sich, glaube ich, nicht überschlagen, aber er kann zur Seite umfallen. Das geht mitsamt Ladung, mit allem. Und dann muss man sich abschleppen lassen. Das ist relativ unspektakulär dann, aber das kostet einfach Geld und viel Zeit. Und das kann einem den ganzen Auftrag natürlich vermasseln. Der Austrian Gaming ist doch noch am Start. Ja, hallo, Mensch. Ja, dir auch noch einen guten Rutsch schon mal vorab. Stimmt, ja, von dir kam die Frage der Woche. Ja, ich fand die eigentlich ziemlich gut, weil genau darüber habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, lustigerweise. Herr Kartoffel, du sagst es, 1050 Euro waren es, mit noch eine Geschwindigkeitsübertragung war dabei. Die habe ich vergessen, okay. Okay. Fast ein Pro-Gamer, hi. Ah, bist du wieder weg, Austrian? Okay. Ich komme mit dem Chat gar nicht mehr mit. Mike, mein Force Feedback habe ich auf ganz, ganz wenig eingestellt. Weil die Effekte beim Logitech G29 sind extrem heftig beim ETS. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier. Ich kann es aber kurz zeigen. Ich habe also Force Feedback Stärke eh bloß auf Hälfte, wobei normalerweise mache ich ein bisschen mehr, heute aber ein bisschen weniger, das ist einfach nur Geschmackssache. Aber vor allen Dingen Motor, Gelände und Dämpfung auch. Vor allen Dingen Gelände ist, habe ich, und Kollision habe ich ziemlich weit runter machen müssen, weil das war echt, das waren riesige Schläge, die man bekommen hat. Sebo, ja, du hast schon ein bisschen recht, das ist ein bisschen Cheating mit der Außenperspektive. Ja, eigentlich sollte man einen Bonus bekommen, wenn man nur Cockpit fährt. Ja, noch zusätzlich. Mr. B, nein, der Truck kann nicht brennen oder explodieren. Nein, der kann, wie gesagt, nur umfallen. Und er kann, hat, ich überlege gerade, ob der noch einen technischen Defekt haben kann durch Unfall. Aber ich glaube nicht. Hatte ich zumindest noch nie. Ja, es ist nicht bis zuletzt komplett realistisch. Realistisch ist einfach nur, dass man mit einem Truck im Straßenverkehr fährt. Leute, es ist ja schon nach 12, Mensch. Ich hab gar nicht geguckt auf die Uhr. So, ich gucke schon mal nach Aufträgen, was eigentlich Blödsinn ist, weil ich wollte eigentlich ganz kurz mir in Uppsala zumindest einmal rumfahren. Moment, jetzt muss ich hier mich bloß von den Kabeln entwirren. Ah, Uppsala gibt es gar nicht viel. Da gibt es nur eine Werkstatt, Hotel und das Übliche. Ach so, wobei es als allererstes, ich muss natürlich sofort ein Bett finden. Nämlich der Fahrer muss pennen, der braucht seine Pause. Jetzt hoffentlich pennt er mir nicht ein am Steuer. Oh, ups, mit dem Truck komme ich hier gar nicht rum. Oh, und ich merke gerade, das Force Feedback ist deutlich, deutlich schwerer. Ich habe es jetzt vorher gerade eben in der Option ein bisschen erhöht. Und man merkt schon, es ist deutlich schwergängiger. Was ich glaube schon realistisch ist, aber bei längeren Herumfahren, auch bei Project Cars beispielsweise, mag ich lieber ein leichteres Force Feedback. Einfach weil man da einfach mehr sonst die Arme schnell ermüden und irgendwie, ja, es soll ja Spaß machen, letztlich. Oh, so eine rote Ampel. Jetzt werde ich aber trotzdem das Force Feedback ein bisschen runterstellen. Ich sehe die Ampel gar nicht. Hallo? Ach so. Haha, gegenüber ist auch noch eine Ampel. Auf der anderen Straßenseite. Badabu, du hast Bereitschaft. Oh, okay, das heißt, ja, du stehst auf Abruf bereit. Ah, okay, das ist natürlich hart. Draußen ist es irre kalt, oder? Moment mal.
Alter, jetzt bin ich fast am Hotel vorbeigefahren. Ich drehe echt durch. Ups. Und jetzt fahre ich auch noch rückwärts in den anderen LKW rein. Super toll. Tja. Was sagt uns das? Niemals übermüdet fahren. Das bringt einfach nicht. Das geht ganz schnell schief. So. Motor aus. Pennen. Nach Köln, da komme ich jetzt nicht hin aktuell. Oh, Leute. Oh, das habe ich ganz vergessen. Also, wir haben neue Follower. Es gibt neue Follower und nämlich den Zocker 2002. Yeah. Danke für den Follow. Mr. Vita Pato. Auch danke für den Follow. Und Janiku XD. Danke für den Follow. Sehr schön. Coole Sache. Sorry, wenn ich eure Follows ein bisschen übersehe. Ich kriege das jetzt nur als Mail hier und da muss ich mal nachgucken. Ich habe es noch nicht so richtig eingerichtet, wie ich das haben wollen würde, wirklich. Gut. Okay, jetzt ist es Nacht. Also, ich meine jetzt nicht nur draußen hier, sondern auch hier im Spiel. Ich schau mal in den Frachtmarkt, was der so sagt. Achso, das war... Ach, den Auftrag gibt es immer noch. Nein, Quatsch. Nach keinem Auftrag, ich muss das mal in die Werkstatt. Was ist denn das hier? Da kann man auch pennen und... Ach, da kann man sich eine Werkstatt kaufen. Ich meine, allerdings... Nee, dann gehe ich hier vor zum... Ja, einfach hier vor, alles klar. Zur Werkstatt. Also, oh, wobei, na Blödsinn. Ich brauche nicht um 23 Uhr in die Werkstatt fahren, da wird natürlich kein Mensch da sein. Also, nochmal ein Nickerchen. Abisan, ich habe nicht vor, in die Schweiz zu kommen. Zumindest aktuell jetzt nicht. Ich war schon ein paar Mal in der Schweiz. Ist echt schön da. Bloß, ich habe aktuell jetzt keine... nicht vor, dorthin zu gehen. Also, aber vielleicht ergibt sich das mal irgendwann noch in der Zukunft natürlich. Also kann sich immer ergeben. Die Farben. Ach, jetzt komme ich mit. Genau, die Farben muss ich ändern. Ja, ihr habt absolut recht. Natürlich, die Farben. Oh Mann. Ich bin heute ein bisschen wirr. Naja, ein bisschen ist vielleicht untertrieben. Genau, jetzt geht's in die Werkstatt. Wir machen eine neue Lackierung drauf und eine kleine Reparatur. Weil ich ja natürlich wie ein Wahnsinniger gefahren bin und eigentlich ist der Truck wahrscheinlich ein bisschen lädiert. Ach, genau, Mr. B, du hast noch gefragt wegen Unterschiede zwischen dem T300 und dem G29. Grundsätzlich, ich habe es ja gesagt, genau, das G29 hat Leder, mit Lederummantelung am Radkranz und das ist echt edel und das ist auch vernäht wie bei einem echten Lenkrad. Das ist halt, es fühlt sich halt echt an wie ein echtes Lenkrad, ist ja nur kleiner. Und das ist ein Problem vom T300, weil das T300 hat eigentlich nur Gummi, so einfach so ein Gummiüberzug, das merkt man einfach und das ist zwar gut, aber es ist einfach nicht so geil wie das noch als Ergänzung, was natürlich die ganze Frage nach, was es besser noch schwieriger macht. So, was war denn hier kaputt? Fahrwerk und Räder vor allen Dingen, naja,
So. Oben weiß, unten orange. Achso, Abisan, du willst mal Hallo sagen, ja. Ja, boah, ich kann schon Bescheid sagen mal, aber es ist die Frage natürlich, wo du wohnst, weil die Schweiz ist jetzt auch nicht gerade klein. Keine Ahnung, wenn du in Zürich wohnst, ist das natürlich, kommt man natürlich wahrscheinlich da eher hin als nach Genf. Keine Ahnung. Ja, wobei, ich weiß auch nicht. Also, du hast gerade Chips bekommen, das ist ja toll. Chips wäre natürlich auch noch eine Idee. Aber nee, ich bleibe jetzt bei meiner Schokolade hier. Okay, Leute, wir machen jetzt die. Wir machen jetzt, versuchen jetzt mal die Pixel Connect Farben reinzukriegen hier. Also es gibt, also Pixel Connect Farben sind auf jeden Fall die, ist auf jeden Fall ein Dunkelrot, ein Orange und mehr ja, eigentlich so ein Beige. Oh, das sieht aber echt eigenartig aus. Also schön ist irgendwie anders. Aber vielleicht mache ich das obere, den oberen Teil in Orange. Nee, also das Beige, das ist ja ultra ätzend. Also wenn man das jetzt, sagen wir mal, den oberen Teil in Dunkelrot macht, dann machen wir den Teil in Orange. Nee, nicht den Teil, doch den Teil in Orange. Das ist schon eher. Komisch, es harmoniert nicht so wirklich als das Rot zu diesem Orange. Komisch. Verstehe es gar nicht, warum. Ach so, weil mein Orange viel röter ist. Uah. Obwohl es so richtig orange. Mr. B, du holst dir den Alcantara-Aufsatz für das T300. Okay, dann ist es natürlich Hammer. Dann ist es natürlich perfekt. Ja, das ist natürlich geil. Was du dann irgendwann natürlich noch überlegen kannst, das überlege ich ihm auch, andere Pedale zu kaufen als die Originalen. Ganz ehrlich, ich brauche erstmal eine komplett andere. Nee, wir lassen das. Das ist so eine Farbvoreinstellung. Das heißt, wie die Farben hier drauf sind. Moment mal. Nein, ich war noch nie in Wermelskirchen. Ja, und ich habe schon fast 2 Millionen, ja, 1,7 Millionen aktuell, genau. Mr. B, ich habe den Polo R schon gefahren, aber nur testweise. In der Karriere habe ich noch nicht, weil der ziemlich teuer ist. Oben weiß, unten orange. Das können wir jetzt auch probieren. Nee, ich probiere es jetzt mal so rum. Also das hier können wir vielleicht mal noch mal orange probieren. Das geht oben. Nur unten ist es ziemlich hässlich. Ich würde unten tatsächlich vielleicht sogar auf grau oder schwarz gehen. Das ist schon ein bisschen besser, also ein bisschen so, wie ich es mir denke, aber nicht so wirklich perfekt. Okay, Leute, ich muss hier ganz kurz mal neu laden, das ist ja komisch. Irgendwie hängt bei mir gerade der Stream, ich weiß gar nicht warum. Moment. Jetzt habe ich leider dummerweise natürlich euren Chat
Nicht ganz da, aber es läuft. Okay, es läuft noch, alles klar. Nee, bei mir hat gerade der Chat gehangen. Ich weiß gar nicht warum. Es ist ein bisschen dunkel. Abisan, danke. Wobei irgendwie schwarz gefällt mir doch gut. Also eigentlich gibt es ja in den Pixel Connect Farben noch ein Beige. So ein helles, heller Ton. Das seht ihr am Logo. Oder was heißt Beige? Doch, das ist so ein heller, heller, ziemlich heller Orange-Braunton, der Hintergrund. Aber es passt auf diesen Truck so gar nicht. Das graue Orange, ja, Ersin, danke. In Trier war ich auch noch nicht. Ich war noch gar nicht in so vielen deutschen Städten, nur in einigen einfach so. Eher in den größeren. Wie findet ihr denn das? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Ich glaube, ich mache das jetzt mal ganz kurz und weil ich muss das mal sehen, während der Truck hier steht. Ah, das. Oh, das. Oh, das ist ja viel heftiger, das ist das Orange. Moment. Muss mal kurz rückwärts zurücksetzen. Genau, man sieht erst im Spiel wirklich, ob das gut aussieht oder nicht. Auf der Schattenseite nicht so oft, aber auf der Sonnenseite sieht es eigentlich ganz cool aus. Fast. Janiku, das ist der Euro Truck Simulator 2. Sebo, du meinst unten weiß, in der Mitte etwas höher, das Orange. Nee, ich kann das Muster nicht einstellen, ich kann nur die Farben bestimmen. Und ganz oben weiß, nein, das kann ich nicht einstellen. Ich kann nur die vorhandenen Farben verändern, aber nicht das Farbenlayout ändern. Streifen sind hässlich und so fährt bei uns die Müllabfuhr rum. Ja, vielen herzlichen Dank, Leute. Okay, also nee, 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 so, das können wir so nicht machen. Ich mache dann jetzt ein anderes Farbmuster drauf. Wir fangen noch mal von vorne an damit. Also, es gibt hier Standardfarben, die will ich nicht. Farben, Flaggen. Es gibt natürlich so eine Lackierung. Einfach nur mit Streifen, das ist natürlich ein bisschen mager. Dann gibt es natürlich so kunterbunte Wintermotive, die finde ich allerdings jetzt. Tür Wikingerschiff, das hat schon wieder was, aber eigentlich möchte ich ja die eigenen Farben haben. Es gibt noch dieses Muster, das ist natürlich ein bisschen dezenter. Oder das hier. Oder zweifarbig. Oder. Achso, und dann dieses hier. Das ist halt dieses gestreifte Muster. Das haben wir auch hier schon. Das gibt es auch in zwei verschiedenen. Und dann gibt es noch ein hässliches Tattoo-Muster. Also am ehesten sagt mir das Muster oder das Muster zu. Also die Farben sind, die machen wir jetzt noch. Aber zunächst mal das Muster. Sieht aus wie ein Baufahrzeug. Ja, dieses Streifenmuster ist auch wie ein Baufahrzeug. Das stimmt.
Ich werde jetzt mal versuchen, hier noch mal die Farben anzuwenden. Oh. Hier bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher, ob das was ist. Also hier können wir das Pixel Connect Orange bisschen einbauen. Müssen wir schnell schauen. Das Problem ist dieses Orange, dieses knallige Orange von Pixel Collect Logo, ist so ein Orange, was eben Baufahrzeuge auch haben. Und das Problem ist, das ist ja ein Truck, das heißt, der hat auf jeden Fall dieses Orange drin. Also, das kriegen wir nicht raus. Schwarz-Rot ist besser. Leute, ich will das, ich muss mir das mal anschauen. Und zwar im Spiel. Ich habe es jetzt einfach mal kurz gekauft. Ja. Puh. Also viel besser wird es, glaube ich, fast nicht. Aber naja. Das Problem ist einfach die Farben, ja. Die werden nicht anders. Ich weiß auch nicht so recht. Janiku, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch streame. Vielleicht bis um, vielleicht noch eine halbe Stunde. Was das Orange noch intensiver, ja, das leuchtet ja schon, das leuchtet ja schon im Dunkeln. Aber so richtig gefällt es mir auch nicht. Okay, ich ganz ehrlich, wir müssen dieses Orange ist nicht gut. Das Orange geht nicht. Zumindest nicht so großflächig. Ich mache aus dem hier, aus dem Streifen mal das Orange. So ungefähr. Und aus dem hier was ganz anderes. Entweder schwarz. Okay, das ist ziemlich heftig. Oder auch so ein Rot, aber vielleicht noch ein Zacken heller, nee, oder eher ein Zacken dunkler. Das sieht man jetzt hier nicht so wirklich. Oh, das gefällt mir, glaube ich. Lustigerweise kostet es ab jetzt nichts mehr. Oh, das ist viel, viel besser. Das ist viel, viel besser. Ja, weil das Orange darf eigentlich nur das Streifen sein. Das ist okay. Also ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich glaube, wir können sowieso nicht einigen, Leute, was am besten ist. Und ich finde diese Weiß bzw. Beige ist. Irgendwie passt das auch nicht so richtig rein. Ich finde es eher so besser. So. Ja, das lasse ich jetzt so. Beziehungsweise vielleicht ändere ich auch einfach dann beim nächsten Mal wieder, weil es mir dann nicht mehr gefällt, aber das kann alles passieren. Halt, was sagt denn eigentlich
Mein Schlaf. Der sagt, okay, aber tanken wäre noch ganz gut, bevor der nächste Auftrag kommt. Okay, wir fahren jetzt erstmal zur Tankstelle. Ich hoffe, es gibt hier eine. Nee, natürlich nicht. Erst außerhalb gibt es eine. Okay, das bedeutet tanken auf dem Weg irgendwo hin. Halt. Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt noch einen Auftrag an, den wir jetzt noch machen können. Wir könnten rüber nach England setzen. Nach Birmingham. Birmingham? Nee, nach Lyon, das ist mir zu weit. Wir könnten wieder runter nach Trelleborg. Da sind wir mit der Fähre rübergekommen. Nee, da waren wir schon. Ich finde, ganz ehrlich gesagt. Oh, das ist gut. Quer durch Skandinavien, also von Schweden rüber nach Norwegen. Das ist super. Darauf habe ich Bock. 33.000. Das gefällt mir. Weil irgendwie hier war ich auch noch nie. Vor allen Dingen, dass das ganze Skandinavien ist eigentlich ja eine Erweiterung, wo ich eigentlich noch nicht so viel gefahren bin. So, sieht doch gut aus. Sebo, übers Meer komme ich mit einer Fähre. Allerdings ist das sehr, sehr billig gemacht. Man fährt nur in den Hafen oder in eine Fähre rein, drückt einen Knopf und dann ist man eigentlich gleich am anderen Ufer, wo man hin muss. Bin ich jetzt total bescheuert gefahren, oder? Ich sehe es hier gar nicht. Hä? Ich bin. Ich glaube schon. Ja. Ich bin total behämmert. Ich bin jetzt vorbeigefahren, dort wo ich hin musste eigentlich. Aber hier ist ja nichts los, deshalb ist das egal. Nee. Hä? Ach, das ist da hinten. Moment mal, ich bin völlig behämmert. Da hinten muss ich rein. Ach so. Nee, da war ich schon richtig. Okay, ich wende jetzt mal rückwärts in die Ampel rein. Wie das Trucker so machen? Nee, ich war schon richtig, aber irgendwie war das Navi spinnt irgendwie ein bisschen hier rum. Ja, der Moobot, der macht Werbung, wenn man es aufruft. Also wenn du das Kommando gibst, dann sagt der, kommt er gleich mit Werbung an. Ist das jetzt hier? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Das Desinfektionsmittel in Stavanger oder Stavanger. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay, alles klar. So, der Auflieger steht bereit. Verladebereich, hier ist er, der hellblaue. Ich hätte lieber diesen dunkelblauen daneben, aber es ist okay. Alles klar, dann kann es losgehen. Okay, auf jeden Fall muss noch eine Pause rein auf dem Weg, weil der Auftrag geht, also das laut Navi 16 Stunden, aber in 10 Stunden muss die nächste Pause eingelegt werden. Aber das passt eh, weil wir müssen sowieso mit dem wahrscheinlich noch tanken. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der Tank reichen würde, quer bis nach Norwegen rüber. Halt, ich muss ja geradeaus. Ja, dringlich vergessen, das Magazin wechseln. Ja, trinken, ach so, ja. So, Abisan, was das orange Ding ist, das Logo, meinst du? Das ist eigentlich ein klassisches Spiel.
das vielleicht nur noch wenige kennen. Und zwar, das ist eigentlich ein Gegner aus Space Invaders. Das ist eigentlich, oder davon ist es inspiriert, das Pixel Connect Logo, weil es ist ein bisschen abgeändert. Sebo, ach so, ich könnte mich mit der Farbe an der Tasche orientieren, ja, das stimmt natürlich, ja. Aber ich habe das Logo hier auch vor mir und da ist es ja eigentlich auch genauso drauf. Geschickterweise kommen wir jetzt sowieso an dieser Tankstelle vorbei. Ja, da werde ich. Da werde ich mal ganz kurz einen Abstecher in die Tankstelle machen. So schön getankt für 616 Euro. Hä? Was? Samir, was schreibst du? So schöner Truck-Shit-Auflieger. Hä? Das ist einfach ein Container. Mr. B, mein Lieblings-YouTuber. Das ist schwierig. Das wechselt auch ein bisschen. Aber aktuell ist es. Also, es wechselt total durch. Also, ich habe nicht einen durchgehenden meinen Lieblings-YouTuber, sondern einfach ja einen wechselnden. Aktuell ist es Engländer, der heißt Obsidian Ant. Der macht sehr, sehr gute Videos zu Elite Dangerous. Das Spiel, was wir heute nicht spielen. einfach deswegen, weil er das Ganze so ein bisschen einfach schön erzählen kann, was für Expeditionen er im Weltall unternimmt. Und das ist echt wie eine, als ob man so eine super interessante Weltall-Doku anschaut. Das ist echt geil gemacht. Aber wie gesagt, das wechselt. Aber aktuell, ich schaue mir echt jedes Video von dem an. Ist auch gar nicht so ein großer YouTuber. Also, ja, eigentlich nicht so. Er ist, ich glaube, mit 20.000 Abonnenten am Start. Schönes Logo, das ist gut, wenn es gefällt. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch lange dran gebastelt an dem Logo. Und inzwischen gibt es schon eine neuere Version, die benutze ich bloß fast noch nie, die sich ein bisschen geändert hat. Einfach weil das ist nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so mehr wie Space Invaders ist und ein bisschen vereinfachter ist. Ja, Nico, ich spiele nicht auf Konsole. Nee, das ist PC. Ich hätte es gerne auf Konsole, das Spiel, ganz ehrlich. Aber naja, auf PC ist auch schön. €1,60 pro Liter, das Wuche, das stimmt. Aber ich weiß nicht, Skandinavien, ist es dort teurer, das Benzin? Könnte schon sein. Ich weiß es nicht. Weil das ist, glaube ich, auch angepasst, je nach Land, wo man gerade ist, ein bisschen. Wow, was ist denn das für eine enge Kurve? Ja, spinnt ihr? Wow, das ist irre eng mit dem Anhänger. Okay, Ersin, ich weiß nicht, was du meinst. Lila Ding, wo man was abschießt, was? Lustig, ich sehe das, dieses schöne Dunkelrot und Orange direkt im Rückspiegel. Ja, bisher gefällt es mir. Die Farben. Sarah Sabat Lunge, langweiliges YouTuber. Ja, ich gucke auch wenig die ganz großen YouTuber, also wie Gronkh oder Saraza. Die sind schon gut. Aber im Grunde, ich suche mir immer YouTuber, die eben genau das Spiel spielen, das ich eben gerade so zocke und mir einfach ein paar Infos geben und das schön nett machen. Und deshalb wechselt es einfach auch, welchen YouTuber ich angucke. Oder regelmäßig
besuchen. Mr. B, das ist schön, dass du es sagst. Ja, zumindest wenn es einen Grund gibt, immer wieder zurückzukommen, bin ich ja froh. Also, zumindest mit der Pixel-Show hoffe ich das zumindest. Darauf trinke ich. Ist aber nur Wasser. Ich kann ja hier keinen Alkohol trinken, ich feiere hier. Ist teurer, okay. Das Benzin, alles klar. Und Italien ist auch der Hammer, okay. Wusste ich auch nicht, okay. Ich denke mir immer, was weiß ich, Deutschland ist wahrscheinlich einmalig hoch im Preis, aber scheinbar irgendwie innerhalb von Europa wohl nicht. Ich weiß nur, das Benzin in USA ist noch im Verhältnis noch günstig, relativ günstig. Wo es richtig, richtig billig ist, das Benzin, ist natürlich, wo es herkommt. Zum Beispiel in den Arabischen Emiraten. Da bin ich auch mal gefahren. Und das Krasse ist, dort gibt es, glaube ich, keine Steuer auf das Benzin. Und da kostet dann der Liter, ich weiß nicht, 20 Cent oder sowas. Und du kriegst den vollen Tank für 10 Euro oder so in der Art. Ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war. Aber es war unglaublich. So, jetzt halte ich mich mal wirklich ganz strikt an das Tempolimit mit 80 km/h. So wie es sich gehört. So, Moment, ich muss mal den Truck von außen anschauen. Ja, ist schon okay. Ja, der Container hinten dran ist ein bisschen hässlich, aber naja. Darüber, das kann man nicht selber entscheiden, was man für einen Anhänger hat. Ja, morgen geht die Knallerei wieder los. Ja, wobei hier, also vereinzelt geht es ja schon heute bzw. seit gestern schon los. Aber ist okay. Solange nichts davon abfackelt oder irgendwo Schaden entsteht, ist das schon okay. Mit dem Tanklaster in die Emirate und Benzin kaufen. Ja, da wirst du allerdings ein kleines Problem an der Grenze kriegen, weil du so viel Zeug da rausschaffst, dass das wahrscheinlich irgendwie schlecht ist. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber das stimmt schon. Nee, also es ist schon krass. Dort. Und das, obwohl die ein ganz striktes Tempolimit haben auch. Die haben, glaube ich, sogar, genauso wie die LKWs hier, sogar einen Begrenzer im Auto drin. Teilweise zumindest. Ich glaube, das ist auch Maximum 110 km/h oder so. Das ist natürlich echt bitter. Für die natürlich vor Ort, aber naja. Rainbow Six Siege, Sebo, habe ich noch nie, immer noch nicht gespielt, leider. Ich hatte da die Beta am Start. Ich habe es aber auch nicht gekauft. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Kann ich dir nicht sagen.
was ich gelesen habe, zumindest klang ganz vielversprechend. Allerdings nur, wenn du ein Online-Team hast, mit dem du dich wirklich absprechen kannst. Wenn du das nicht hast und jeder planlos rumalbert, was ja bei Call of Duty beispielsweise auch der Fall sein kann, dann kannst du bei Rainbow Six das Ganze komplett vergessen. Snapchat habe ich nicht, Mr. V. Oh, das ist doch länger als gedacht. Also dieses Skandinavien ist ja ganz schön breit. Ich dachte, wir sind da schon weiter. Das sieht nur so aus. Das ist nämlich eine ganz schöne Strecke. Okay, na gut. Oh, ich muss ja hier runter. Ups. Oslo. Richtung Oslo fahren wir. Na komm, lass mich rein, Bursche. Ich muss die Spur wechseln. Gut so. Ah, super, ist wieder 70. Kaum beschleunige ich hoch. Was fahre ich denn? Desinfektionsmittel 16 Tonnen. Das ist ja gar nicht so viel, das geht ja. Ja, Sebo, ich weiß schon, originale Trucker-Mucke. Ja, ich müsste eigentlich irgendeinen Country-Sender reinlegen, aber das kann ich echt nicht stundenlang hören. Konzentration ist noch okay. Samino. Puff, Teddybär 1,4. Ja, genau. Das Schöne ist, man muss sich ja nicht viel konzentrieren bei diesem Spiel, ganz ehrlich. Man muss einfach nur dem Straßenverlauf lange folgen, vor allen Dingen, man kann den Tempomat einlegen, dann fährt man sowieso nach Vorschrift. Da muss man nur gucken, eben, dass man nicht die Abzweige verpasst und dass man eben ein bisschen lenkt, ganz ehrlich. Aber eigentlich, das macht es trotzdem aus irgendwo. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt eigentlich, das müsste ich hier einrichten, ich bräuchte so links und rechts von mir so einen bescheuerten Mini-Vorhang, was ja viele Trucker haben, einfach in ihrer Kabine. An den Fenstern haben sie meistens so kleine Vorhänge noch. Gut, okay, das auch, dass sie zumachen können, aber wie bräuchte ich das hier auch?
Hey Mr. B, ja stimmt, dein Stream, der war relativ kurz. Du hättest ruhig noch länger streamen können. Ich habe mir übrigens auch überlegt, auch ganz kurz mal Sebastian Löb Rally zu streamen. Einfach nur als Einstieg, aber ich habe es dann doch gelassen. Irgendwo mal hätte man machen können, aber naja. Aber es ist ein bisschen wenig, weil die Demo, die es jetzt bisher gibt, die hat man eigentlich in 5 Minuten gesehen. Janiku, ich wohne in keinem Kanton, aber ich weiß schon, was du meinst. Du meinst einfach, in welchem Bundesland quasi. Das wäre dann Bayern. Wow, ist das hier eng. Okay, und bei sowas, bei solchen Stellen muss man immer aufpassen, wenn man tatsächlich mit, keine Ahnung, 110, 120 unterwegs ist, kann es schon sein, dass einem der Truck umkippt. So, wann steht die Pause an? Ah, 6 Stunden noch. Das passt. Ja, das ist perfekt. Das heißt, zur Nacht hin wird es wieder eine Pause geben, was gut passt. Weil bei Nachtfahren ist eh nicht so gut. Ich bin ja schon froh, dass es nicht regnet, weil Regen gibt es nämlich auch. Und da freut man sich richtig, wenn der Regen endlich aufhört und es wieder schönes Wetter ist. So wie jetzt. Jetzt ist es eigentlich ganz schön hier. Sie ist so klein. Samino, die Landschaft ist geil. Ja, das stimmt. Also manche Flecken sind echt schön designt. Und manche sind, es gibt auch markante Punkte, die man kennt irgendwie. Aber es ist schön gemacht. Es ist eine schöne Landschaft, ja. Vor allen Dingen ist es schön, vor allen Dingen bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Da gibt es einfach so eine richtige schöne Stimmung. Die berühmte Trucker-Romantik, die es ja eigentlich nicht mehr gibt quasi. Irgendwo. Aber naja. Hier irgendwie dann doch noch. Ersin, dein Stream, ja, wie dein Stream war. Ja, der war natürlich viel besser als meiner. ich weiß nicht, was du hören willst. Wow. Ja, Mr. B, ich werde nicht sagen, wie der umkippt. Es ist nämlich relativ unspektakulär. Also, man kann tatsächlich das noch abfangen. Man merkt, wenn der LKW umkippen will, man merkt's. Und man kann... man kann es abfangen, aber wenn man sich blöd anstellt, kann er ganz schnell umkippen. Aber es passiert dann auch nichts mehr. Also, man kann nur noch per Taste den Abschleppdienst rufen. Das ist irgendwo hier, genau hier, in diesem Menü. Und noch passiert noch nichts, dann wird man so, zur nächsten Werkstatt gebeamt. Einfach die nächste, die in der nächsten Stadt liegt. Und ich glaube, die Ladung ist weg. Also der Auftrag ist abgebrochen. Das will ich natürlich nicht. Ich will den Auftrag hier ausführen. Und zwar unbeschadet und termingerecht. So wie sie es gehört. Ich hoffe, hier kommt kein Blitzer. Ich habe nicht gerade so verdammt guten Schwung, weil es hier bergab geht.
Aber der nächste Aufstieg kommt schon, sehe ich gerade. Blitzeis, ja, das fehlt hier noch. Wobei gut, wir sind in Skandinavien. Naja. Ich müsste wirklich noch nee, noch mal eine Mod aktivieren, eben so eine Wintermod. Dann ist nämlich alles hier voller Schnee. Mr. Vita Pato, das ist eine gute Frage, ob Trucker auch heimlich Eurotrucks spielen. Das Spiel. Ich halte sowas für extrem unwahrscheinlich, aber kein Witz, ich habe schon gehört, wie Landwirte, echte Landwirte, tatsächlich den Landwirtschaftssimulator spielen und das gut finden. Jetzt kein Witz, aber es ist scheinbar echt so eine Faszination, dasselbe nochmal zu machen, was man eh schon in echt macht. Keine Ahnung, vielleicht ist es beim Eurotruck auch? Ich weiß es nicht, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Gewinnspannen im Eurotruck auf jeden Fall besser als in echt, würde ich mal sagen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weil bei solchen Gewinn, bei so einer Gewinnspanne würde ich, glaube ich, auch Trucker werden. Uiuiui, das ist echt schön, dass es so hügelig ist und ein bisschen bergauf, bergab geht, aber auf der engen Straße ist das echt ein bisschen fies. Vor allen Dingen, wenn noch ein LKW vor einem ist. Komm schon, komm schon. Jawohl. Da kommt die zweite Spur genau richtig. Ups, oh je, oh je, ich fahre schon wieder 105 km/h. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Ey. Gut, dass es hier wenige Blitzer gibt. Na, ich fahre mal lieber so mit 90, das reicht. Oh, hier ist die Spur zu Ende. Ich hoffe, du. Okay, lässt mich noch vorbei. Gut. Oh, jetzt muss ich aufpassen, es kommt gleich eine Abzweigung. Und zwar muss ich hier runter. Das Fiese ist, es gibt zwar hier einen Navi in dem Spiel, aber es gibt kein Navi mit Ansage. Also es gibt kein Blabla. Bitte jetzt rechts abbiegen. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Das gibt es hier komischerweise nicht. Muss ich mal gucken, ob es da nicht eine Mod gibt dafür. Das ist ja total wilde Streckenführung hier. So, hier rüber. Ach, jetzt blinke ich schon in den Kreisverkehr rein. Das soll man doch nicht machen. Man blinkt nur, wenn man raus will. Das ist ein total irres Verkehrskreuz hier. So, jetzt sind wir auf der nächsten Autobahn. So, jetzt habe ich ein bisschen den Chat vernachlässigt. Okay. Die Sebo, das habe ich noch nicht beantwortet, oder? The Crew, Grafikverbesserung von Wild Run, also zur Erweiterung, finde ich gut. Vor allen Dingen gut, dass es endlich Regen gibt. Das ist, wirkt einfach besser. Aber das siehst du auch im Pixelcast Nummer 2. Oder Nummer 2 war das, glaube ich. Ja, genau, da unterhalte ich mich ja mit Ulrich länger über die Erweiterung. Ups. Im Spiel, Janiko, gibt es keine Polizei. Es gibt nämlich Sofortstrafen. Also beim Radar oder bei Tempoüberschreitung oder bei Unfall kriegt man eigentlich einfach sofort eine Strafe. Ui!
Oh, hier ist eine Mautstelle. Haha, hier gibt es Maut zu zahlen. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch eingereiht, oder? War es egal. 14 Euro. Ach, das ist ja gar nichts. Also, es gibt hier nämlich deutlich andere Länder, die keine Ahnung, dreistellige Summen verlangen für Maut. Für LKWs. Was? Radwechsel bei einem Truck, bei einem LKW, das stelle ich mir auch fies vor. Also egal wo das ist. Das stelle ich mir richtig fies vor. Vor allen Dingen, wenn man komplett allein ist und irgendwie keine Hilfe dabei hat. Und so einen fetten Reifen oder fettes Rad zu wechseln, ist schon gemein eigentlich, ja. Obwohl, darauf hätte ich keinen Bock irgendwo. Wow. Ja, Sebo, stimmt schon. Ich weiß schon, ja, das Militär soll auch mit Ego-Shootern trainieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich Call of Duty ist, aber ich glaube, die haben eigene Simulatoren tatsächlich. Beispielsweise gibt es ja auch den offiziellen Ego-Shooter von der US Army. America's Army heißt der. Genau, America's Army. Den kann man auch gratis, glaube ich, sogar herunterladen. Und das ist so fast schon eine ja, wie soll man sagen, so ein Rekrutierungswerkzeug, weil man sich damit auch gleich bewerben kann bei der US Army. Tja. Oh, und es fängt zu regnen an. Vorhin habe ich es noch gesagt, dass es nur schönes Wetter ist, aber es kann auch mal hier regnen. Oh, sogar Gewitter, wow. Ach, Samino, du bist wirklich Trucker. Okay, krass. Okay. Ja, und das würde mich mal interessieren, Samino. Was ist denn überhaupt dein Eindruck von Euro Truck Simulator? Ist das irgendwo realistisch? Also vom Fahren und vom keine Ahnung, Termindruck vielleicht? Das würde mich mal interessieren. Oder sagt man, das ist alles Quatsch? Okay. Janiku, ja, ich Instagram habe ich natürlich. Schau mal unten in den Links, in den Buttons unter dem Videofenster. Da ist da auch eine schöne Verlinkung zu Instagram. Okay, Ersin, biegen Sie geradeaus ab. Das klingt komisch. Oh. Ja, und wie es regnet, Mensch, es ist so richtiges Mistwetter. Und ich fahre schon wieder zu schnell. Oh, jetzt muss ich... Oh, was ist denn das bitte für ein Verkehrsrondell? Da muss ich ja dreimal im Kreis fahren. Das ist ja mal... das ist ja mal eigenartig. Fast an der Ausfahrt vorbeigefahren. Oh Mann, ich bin so ein Depp. Ich bin jetzt auf den falschen Knopf gekommen, habe den Motor ausgeschaltet. Oh Mann. Okay. Naja, gut, dass ich kein echter LKW-Fahrer bin. Oh, ich habe aus Versehen den Motor ausgeschaltet. Mitten in der Kreuzung. Stimmt, ja, es regnet.
Ja, lustigerweise hier ist es ist, ich glaube, hier im Regen ist es gar nicht so rutschig. Bäh. Bäh. Samino, was sagst du? Bei manchen Geschwindigkeiten passt es nicht, okay? Was fahren ohne Licht? Ihr blöden Idioten! Oh Mann, ich hab mein Licht nicht an. Oh Mann, hey. Nee, weil ich hab doch hier Vorfahrt, oder? Und jetzt habe ich schon wieder den Motor ausgemacht. Das habe ich ja noch nie gehabt. Okay, gut, schön, dass alle so freundlich auf mich warten. Danke, Jungs. Oh, und ich werde auch noch müde. Da, oh, das habe ich ja gar nicht. Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Oh je, ich brauche hier irgendwo eine Tankstelle oder irgendeinen Rasthof. Oh oh. Oh oh, oh oh. Wie lange halte ich denn noch aus? 1,5 Stunden. Dann brauche ich eine Pause. Schauen wir mal, was die Karte. Oh, sehr gut. Super, es kommt gleich eine Tankstelle. Fantastisch. Oh, währenddessen fahre ich schon mal ein bisschen in so einen Bus rein, in den Reisebus, weil das so viel Spaß macht. So. Und ich sehe schon, es gibt einen neuen Follower. Jetzt schaue ich mal, ob wir das hinkriegen, während ich fahre. Ja. DJ Danino 12345, danke für den Follow. Ja. Und also, falls ich noch jemanden von euch übersehen habe, sorry, ist eigentlich keine Absicht. Normalerweise versuche ich immer alle vorzulesen, die auch hier followen. Aber grundsätzlich immer vielen, vielen herzlichen Dank. Dass ihr auch dabei seid, freut mich echt immer. Ui! So. 1,72. Hier ist das Benzin ja noch teurer. Was jetzt ziemlich dumm ist. Okay, muss bloß ein bisschen tanken. Was ziemlich dumm ist, ich hoffe, ich kann jetzt hier rückwärts. Ich kann jetzt rückwärts hier auf den Parkplatz fahren, wo ich überhaupt in den Spiegel überhaupt nichts sehe. Puh. Ich sehe gar nichts. Nein, hier ist gar keine. Ah, doch, Moment, ist doch. Hier ist so ein Seitenstreifen. Ich muss nämlich bei sowas immer auf diesen Seitenstreifen fahren. Weil sonst kann ich nicht. Kann ich nicht pausieren. So, jetzt fahre ich mit meinem Hänger ein bisschen auf die Straße raus. Da freut sich jeder. So. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Dann schauen wir mal. Dann können wir. Scheibenwischer aus. Naja, gut geparkt ist das nicht, aber naja, ist egal. Licht aus, Motor aus und Ruhepause. Sehr schön. Samino, es könnte mehr Leben drin sein. Ja, ich finde es vom Straßenverkehr okay, könnte.